zur Definition und Unterscheidung. Wenn man eine planare Spirale im 2D-Raum formal in den 3D-Raum zieht, erhält man einen helikalen Körper oder eine helikale Struktur. Wir produzieren mit unserem Team einen HD-Film über Geheimnisse zu helikalen Strukturen in der Chemie, in der Biochemie, in der Biologie und Natur und im täglichen Leben sowie in der Architektur und Technik. Die spiralförmigen Schmiedeeisenornamente an einer Schlossterrasse, hier das Schloss Johannisberg im Rheingau, sind formal helikale Strukturen in der zweiten Dimension. Zwei echte helikale, also schraubenförmige Strukturen im 3D-Raum, ein versteinerter, spiralförmiger Ammonit aus der Kreidezeit und ein Schneckenhaus. Helikale Strukturen, Gebilde und Muster findet man in der Welt und im Universum, im Mikrokosmos, konkret in der Chemie der Moleküle, in der Biologie, also in der Natur und von Menschenhand geschaffen, auch in der Technik und Architektur. Die Grundform der helikalen Struktur ist die sogenannte Helix. Darunter versteht man schraubenartige, geometrische, dreidimensionale Körper oder Strukturen, zylindrische Spiralen oder Wendel, Beispiel die Wendeltreppe. Formal ist die Helix eine Kurve, die sich mit konstanter Steigung um den Mantel eines Zylinders wickelt. Die Windungsrichtung einer Spirale, der sogenannte Drehsinn oder die Gängigkeit, Modell die Schraubenfeder, folgt der sogenannte rechte Handregel. Die Helix, Modell Schraubenfeder, Korkenzieher, Wendeltreppe ist rechtsgängig, wenn sie sich im Uhrzeigersinn windet. Sie ist linksgängig, wenn sie sich entgegen des Uhrzeigers windet. In den Modellbildern dargestellt, die Helix rechtsgängig ist das Spiegelbild der Helix linksgängig. In Bezug auf helikale chemische Moleküle und andere helikale Körper spricht man von Chiralität, die Händigkeit von Stoffen. Die Existenz von Bild und Spiegelbild eines Körpers ist immer durch die Chiralität begründet. Unsere beiden Hände verhalten sich wie Bild und Spiegelbild. Sie lassen sich nicht komplett zur Deckung bringen. Tiefergehende Details werden in den Fachbüchern der Stereochemie, ein Spezialfach der Chemie, gefunden. Die Helix ist also formal eine chirale Kurve, weil sie selbst und ihr Spiegelbild nicht durch Drehen und Verschieben zur Deckung gebracht werden kann. Zum Beispiel das Rechts- und Linksgewinde einer Schraube. Mathematisch wird die Helix als vektorielle Schraubenlinie in kartesischen Koordinaten beschrieben. Aus zwei Kerngründen kommen helikale Strukturen in Natur und Technik relativ häufig vor. Durch die Aufwicklung der Geraden auf einem Zylinder wird Platz gespart. Die Information einer langen Geraden wird durch die Spiralisierung auf kompaktere Form komprimiert. Zum Beispiel die Wendeltreppe in der Architektur. Man erreicht eine zur Schraube analogen Keilwirkung. Beispiele helikaler Strukturen in Chemie und Biochemie. Die Chemie beschreibt und befasst sich mit dem atomaren Bau und dem Verhalten der Stoffe, die sogenannten chemischen Verbindungen. Strukturell interessiert auf rein molekularer Ebene die Anordnung der Atome eines Moleküls in der Regel im dreidimensionalen Raum. Daraus lassen sich viele chemische und physikalische Eigenschaften der chemischen Verbindungen ableiten. Dies können auch Naturstoffe und Arzneistoffe sein, die aufgrund des atomaren Aufbaus bestimmte Effekte und Wirkungen, zum Beispiel in biologischen Systemen und auch beim Menschen, hervorrufen. Eine Reihe von bedeutsamen chemischen Stoffen besitzen bei dreidimensionaler Betrachtung Helizität,
das heißt, sie formen sich in helikalen Strukturen mit schraubenförmiger, aber auch propellerförmiger Anordnung ihrer Atomsequenzen im Molekülverband. Helikal-chirale Moleküle, Helizene, 6 annelierte Benzenringe. Sie sind rechts und links schraubenform strukturiert bzw. verbunden. Biopolymere, Peptide, Oligopeptide, Proteine, Proteinkomplexe. Diese besitzen helikale Strukturen, die sogenannte Alpha-Helix. Bei natürlichen Peptiden, Proteinen ist die Alpha-Helix rechtsgängig. Bild und Spiegelbild einer Peptidkette. Eine natürliche Peptidkette. Blick von der Seite, Blick von oben. Kopf-Kopf-Helix aus 2 Peptid-Antibiotika-Molekülen gegen Bakterien gerichtet. Das Valin-Gramicidin. Es führt zur Tunnelbildung in Bakterienmembranen. Myoglobin, das sauerstoffbindende Muskelprotein, es besitzt 8 Helixabschnitte. Das Enzymprotein Lactatdehydrogenase, ein dimeres Protein mit Alpha-Helix und Faltblattsträngen. Ein Enzym des Glykolysestoffwechsels. Zellmembranproteine mit 7 helikalen Schleifen. Rhodopsin aus Bakterien kristallisiert, ein Modell für das Lichtrezeptorprotein des Sehvorganges. Allgemeines Modell eines G-Protein gekoppelten Rezeptors in der Biomembran. Alpha-helikale Superspiralen. Basisstruktur von Muskelprotein, Blutgerinnungsprotein, Keratin der Haare. Sie haben besondere Festigkeiten wie ein Seil. 2 oder mehr Alpha-Helices sind miteinander verdrillt. Ein helikales Kabel. Nukleinsäuren, zum Beispiel die DNA, das Biopolymer der genetischen Information, die Erbsubstanz, aus Purin- und Pyrimidinnukleotiden aufgebaut. Eine hohe Informationsdichte auf kleinem Raum. Die Watson-Crick-Doppelhelix, die sogenannte BDNA. Polymere Zucker, Polysaccharide, Bestandteil der Stärke, die sogenannte Amylose. Aus Alpha-Glucose-Bausteinen aufgebaut. Der Teil 2 der Serie behandelt helikale Strukturen in Biologie und Natur.